Sonst noch Fragen, die offen sind? Ich glaube nicht, aber damit vielleicht wieder Fragen geöffnet werden, wird nur mein charmanter Co-Moderator, der bisher kaum zu Wort gekommen ist, einen Text zum Besten geben, damit eure Ohren und eure Hände aufgewärmt werden. Heißt sie mit einem lauten und donnernden Applaus willkommen. Applaus für Sushi den Steffi! Hä? Verstehe ich nicht. Dieses Plakat. Abschieben sofort. Und konsequent. Und unten steht das deutsche Volk zuerst. Ich denke, wohin damit? Das will doch keiner haben. Vor allem nicht den Teil im Osten. Ich sitze auf meinem Posten und denke, ich reite einfach auf meinem Stahlesel durch die Nacht und dann wird das Morgengrauen schon kommen und dann wird es wieder ganz grauselig sein, aber bis dahin kann ich einfach auf die Straßen ziehen und vielleicht noch Herzen finden und den Stein umdrehen und vielleicht hinter irgendeiner Ecke etwas finden, weil ich es dann gefunden habe mit allen Teilen und mir denken, die Welt ist so schön, aber morgen früh werde ich wieder aufwachen und die Augen aufmachen und dann in den Tag hineingleiten und einfach merken, dass ich nur machen muss und überall muss man sich messen und ich möchte mich nicht mehr messen müssen, ich möchte einfach nicht versessen drauf sein, besessen davon zu sein, der Beste zu sein, ich möchte einfach überhaupt, dass alle mal zusammen gucken, was jeder eigentlich kann, dass eigentlich alle überhaupt das gleiche Potenzial besitzen. Sie haben nämlich alle zwei Arme, zwei Beine im Kopf, da kann man nichts dran ändern. Und dann denke ich mir, mach ich keinen Punkt und kein Komma, sondern nimm meinen ganzen Gas, spiel einen Esel und reise mich die Nacht bis zum Morgengrauen und surf auf dieser Welle und denke, ich nehme alle mit, weil Liebe jeden Hass besiegt und weil ich einfach meinen Hass nicht verschenken werde, nicht an irgendwelche Idioten, die können alle nach Nordkorea gehen, da ist es schön für sie, da ist einfach Platz für sie und ich bleibe, wer ich bin, denke ich mir, und hassen tue ich nicht, da können die machen, was sie wollen. Ich liebe mich ja schließlich auch morgens mit so Kopfschmerzen, wenn ich in den Spiegel gucke und denke, oh Scheiße, das muss ich rasieren. Und trotzdem liebe ich mich. Ich bleibe dabei, der zu sein, der ich bin und kein Punkt und kein Komma zu machen und einfach nur die Worte fließen zu lassen. Und dann denke ich mir, ich muss meinen Drahtesel nehmen und einfach losfahren und nie mehr ankommen. Das wird auch das allerschönste Moment, einfach auf Reisen sein und dann für immer da bleiben und dann und mit den Flügeln schlagen und sich dann irgendwann mal über den Sternen, also sich da oben haben und sich von oben betrachten und nicht immer noch von unten und allen sagen, guck mal, die sehen von oben genauso aus wie von unten, genauso gleich sind halt Sterne und bleiben immer dasselbe, aber ich denke, ich möchte irgendwas machen und jetzt kann ich noch nicht mal auf eine Slam-Bühne gehen und irgendwie Witze bei Vegetarier machen, das war früher immer so schön einfach, ich bin selber. Eigentlich läuft manchmal nicht, wie man sich denkt, aber es ist einfach schön, dass man einfach sieht, dass man machen kann, was man will und im nächsten Moment wieder alles. Und dann geht man wirklich durch die Straßen, da man radelt eben mit seinem stillen Esel durch die Prärie in der Nacht und dann vorbei an all diesen Fenstern und die leuchten und da sind Platten und da sind Menschen und die haben Geschichten und manche sind von denen vielleicht sogar geflüchtet und manche eben nicht und manche sind schon immer da und manche eben nicht und manche kommen aus Dresden und das ist auch hart. Aber nicht für alle, denn da gibt es ja ganz genauso Menschen. Ich denke, man muss hier steigen und dann überall sind diese ganzen Ameisen. Ich denke, genau wie die Welt mal untergeht, wenn es keine Menschen mehr gibt, dann gibt es aber Ameisen. Und von denen gibt es genug, noch mehr als Chinesen. Weiter ist einfach eins, dass man einfach sagt, wir machen uns einen Abend voll Freude und vergessen all dieses Hin und Her und wer da von wo kommt und dass hier kein Platz ist. Also ich glaube, selbst hier ist noch genug Platz und wenn nicht, hängen wir halt über Refugees da oben an so Schnürchen auf. Das ist das alles schön, wenn alles angerichtet ist. Und deswegen bin ich offen Herzen und für alle, die jetzt kommen. Heutigen Abends. Er findet zwar außerhalb des Wettbewerbs statt, aber damit ihr Jury euch mal so ein Bild machen könnt, wie eure Arbeit des restlichen Abends aussieht, würde ich euch bitten, gleich auf drei einfach mal eure Wertung für den eben gehörten Text hochzuhalten und euch dann den restlichen Abend daran zu orientieren. So schön wie vorhin so viele Punkte gegeben, war das jetzt besser oder schlechter? Wie viele Punkte gebe ich so? 1, 2, 3. Jurykarten bitte hoch. Ich sehe eine 8. Ja, das war zuerst eine 6, jetzt eine 7, aber ich sehe mal die 7. Dann eine 10, eine 9 und eine weitere 8. In dem Fall würde ich einmal die 10 und einmal die 7 streichen, damit es für mich einfach berechnet ist und für euch der Abend nicht so lang wird.
Dann haben wir 8, 16 und einmal 9. Das sind 25 Punkte. Und ein Applaus für Stufi. Ja, jetzt noch der letzte Hinweis, wenn wir gleich Jury-Wertungen vorlesen und es ist jetzt zum Beispiel ein Text da und die hätte dem Punkttext 8 Punkte gegeben und irgendein Juror, warum weiß nur der Juror, gibt dem Text dann zum Beispiel nur 3 oder 4 Punkte, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, die Wertung des Jurors durch Geräusche jeglicher Art, in dem Fall zum Beispiel ein Buh oder Pfui, bemerkbar zu machen, so könnt ihr dem Juror mitteilen, was ihr von ihm haltet. Wenn jetzt zum Beispiel ein Text kommt, der dem ihr 10 Punkte gegeben habt, hättet und irgendjemand gibt dem 10 Punkte, könnt ihr natürlich auch jubeln und klatschen für den Juror. Ihr, liebe Jury, lasst euch davon natürlich nicht beeinflussen. Ne? Klar. Und am Ende klatschen wir dann nochmal für den Poeten, aber das kriegen wir im Verlauf des Abends. Was gibt's noch raus? Die Zeit. Genau. Also 6 Minuten stehen jedem Poeten zur Verfügung. Irgendwann kommen wir dann mit unserer Hausordnung dieser fast aufgeblasenen Keule. Ja, aber lustigerweise sind wir ja so, haben wir uns von den Hamburgern ausgeliehen. Wenn ihr aber dann der Meinung sagt, dass, wir wollen aber jetzt die 22 Sekunden oder whatever doch noch hören, dann schreit ihr einfach weiter und dann setzt euch wieder hin. Genau, eigentlich sind wir knallhart und unterbrechen jeden, der überzieht. Aber wenn ihr die zu Ende hören wollt, dann springen wir auch bei unseren Schatten. Nee, das ist nur so, aber wir beugen uns der Macht des Volkes. Basisdemokratisch sind wir hier. Gut. So, jetzt muss der Wettkampf beginnen. Die Juroren wissen, was geht, aber wir müssen im ersten, glaube ich, ein richtig schönes Feld, was dann so halten. Das genau. Fangen wir jetzt mal ganz langsam an. Also klatschen wir aber für einen Applaus. Ich klatsche dir mal 5 Punkte. Bei 7 Punkten, bei 9 Punkten, bei 10 Punkten und jetzt gleich weiter, das sind 10 Punkte, die gehen für Sven Henkel! Yeah. Einlaufmusik, immer noch ein seltsames Wort, aber eine schöne Sache. Entschuldigung. Ja, bitte lasst weder diesen Witz noch die Tatsache, dass ich als Erster dran bin, noch mein Geschlecht, noch meine Hautfarbe oder sonstige Sachen, für die ich nichts kann, irgendwas in eurem Eindruck von mir trüben. Hi, ich bin Sven und ich habe einen Text dabei. Einen Text, den ich geschrieben habe, der hat eine kleine Vorgeschichte. Ich bin nämlich der Jüngste bei mir. In der Generation, ich habe einen großen Bruder und eine große Schwester. Mein großer Bruder ist 23 Jahre alt und meine große Schwester ist Jahre alt. Und meine große Schwester hat vor 10 Jahren ihr erstes Kind, vor 11 Jahren ihr erstes Kind bekommen, meine Güte. Einen glücklichen und gesunden Sohn. Mein Bruder wurde Patenonkel und vor 2,5 Jahren ist etwas sehr Schönes passiert, was anders für diesen Text gegeben hat. Und diesen Text möchte ich euch heute vortragen. Und der heißt, ich schreibe meiner Nichte. Keine Gedichte. Ich bin ein stolzer Onkel, ein Patenonkel sogar. Meine Nichte ist jetzt 2 Jahre alt und ihr Lieblingswort ist Nein. Ein Wort, das, wie ich finde, ihrem Leben noch sehr nützlich werden kann. Zu ihren weiteren Lieblingsworten gehören Motorrad. Was sie immer sagt, wenn draußen ein Motorrad laut vorbeiknettert, Bart. Wenn sie mich unrasiert und ihren Papa sehr unrasiert sieht, weil er Bart trägt, der mir nie wachsen wird. Oder wenn sie sich freut. Stellt euch das mal vor, am 2. Geburtstag, so, sie bekommt gerade ihre Geschenke, so 30 Stück, an die sie sich nicht erinnern wird, mit einem vollgekackter Mittel läuft so rum, freut sich über alles und macht. Ich habe die ersten 4 Jahre meines Lebens nicht gesprochen, sondern nur sowas gemacht. War also doppelt so alt wie sie von meinem ersten Wort. Ich weiß nicht genau warum. Kein Logopäde half, das Zutexten meiner Mutter war für mich Unterhaltung, aber keine beidseitig geführte. Ich war einfach still, bis ich irgendwann angefangen habe zu sprechen. Ich würde gerne lügen und sagen, dass ich mich vorher sehr stark meinen ersten Satz überhaupt überlegt hätte, was bedeutungsschwangeres, wie nicht jedes Anagramm ist ein Palindrom, aber jedes Palindrom ist ein Anagramm.
aber leider waren meine ersten Worte Gebrabbel. Auto kam noch vor, Papa, Oma, elektrisches Kekswerk statt Elektrizitätswerk und langsam passieren anstatt balancieren und Regisseur. Ich kann es nur nicht aussprechen. Und mein Papa sagte etwas, was er vorher für nicht möglich gehalten hätte. Jetzt halt endlich mal die Klappe! Und genau das gab anders, das nicht zu tun. Daheim habe ich gelabert. Ich habe nie mehr wirklich aufgehört, Worte auszusprechen, aber wirklich etwas gesagt habe ich selten. Ich wurde doppelt so alt und kam in die Grundschule. Dort waren wir eine Klasse von 32 Kindern und ich war eine von 5 Monolingualen. Der Rest konnte magische fremde Worte, polnisch, türkisch, libanesisch, aserbaidschanisch, ja sogar kroatisch, für mich klang das alles wie klingonisch. Ich wusste nicht, wie ich sprechen sollte und ich war uncool, weil ich damals besser Mathe als Fußball sprach, heute übrigens keins von beiden mehr. Und ich habe wenig gesagt, nicht im Unterricht gewidmet und wiederholt, was gesagt werden sollte. Wieder wurde ich doppelt so alt. Aber dieses Mal in der weiterführenden Schule wollte ich endlich Taten sprechen lassen und das habe ich auch. Im Sportunterricht hat ein langer, dürrer, trainierter Junge geschummelt. Ich habe ihn festgehalten, im Vorbeilaufen war ich einmal an sein Hosenbein gekommen und dann nannte ich ihn setzt und angewidert schwuchtelig. Habe ihn also losgelassen, alle nannten mich so, dann habe ich auch nichts mehr gesagt. Ich habe geschwiegen. So ging es noch weiter. Ich habe meine Gedanken und Ideen für mich behalten und Worte nur noch so benutzt, wie es vorgesehen war, als ein Instrument. Und statt denselben Dreiklang von Konformismus, Konversation und Konservation wie alle anderen zu spielen, habe ich mich irgendwann für meine eigene Harmonie entschieden und mich einfach widersetzt. Mittlerweile bin ich nicht ganz so doppelt so alt, ich bin jetzt 20, aber ich habe etwas begriffen. Worte erschaffen Realitäten. Sprache ist die stärkste Form von Magie, die wir Muggel haben. Und weil mir das bewusst geworden ist, möchte ich endlich mal wirklich etwas sagen. Ich will sehr vieles nicht. Ich will nicht, dass man nicht beigebracht bekommt, dass wenn ein Junge sie nickt oder ihr Streiche spielt, dass das ein Zeichen von Zuneigung wäre. Ich will nicht, dass sie Gewalt als Zeichen der Liebe anerkennt. Sie soll nicht schon im Kindergarten gefragt werden, ob der Junge, mit dem sie einfach nur spielt, den neuer fester Freund wird oder ob sie ihn später mal heiraten möchte. Weil genau das die Frühsexualisierung ist, die von Leuten wie Frau Petri durch wichtige und gute Aufklärungsarbeit gefürchtet wird. Ich will nicht, dass meine Nichte für das schimmeln muss, was auch immer sie irgendwann mal wird. Ich will nicht, dass sie sich verbiegen lässt, dass sie sich für irgendwen verändert, sondern mit sich selbst wächst und ihre eigenen Entscheidungen fällt. Dass sie wächst an ihrer Meinung, ihren Worten, ihren Taten, ihren Nein soll akzeptiert werden, wenn du selbst. Denn wenn man das nicht akzeptiert, kriegt es mit mir zu tun, auch wenn ich vielleicht ein kleiner Lauch bin. Ich wünsche ihr, dass ihr eine verwöhnte kleine Prinzessin werden darf. Nicht, weil irgendjemand sagt, dass Mädchen kleine verwöhnte Prinzessinnen werden wollen, weil sie ein Mädchen sind, sondern weil sie eine absolutistische Monarchin werden will. Ihr Zimmer soll einen solchen Pink erstrahlen dürfen, dass sowohl die Farbe als auch die Sängerin neidisch werden. Und zwar nicht, weil sie ein Mädchen ist und Mädchen Pink mögen wollen, sondern einfach, weil sie Pink mag, soll nicht in einer Gesellschaft aufwachsen, in der sie für ihr Geschlecht diskreditiert wird und gesagt bekommt, schlecht in Mathe zu sein, weil sie ein Mädchen ist oder weil sie schlecht in Mathe ist. Sie soll Hosen tragen dürfen. Und leider, und dies mit richtigen, echten, benutzbaren Hosentaschen und zu Halloween als Prinzessin Schwarzenegger, Disney-Lieder und Trash-Metal schief singen dürfen, so soll Wald sein und so soll Raven, was auch immer ihr gefällt, soll Kraftring machen und das breiteste Kreuz unserer gesamten Familie bekommen, soll Stammbäume erforschen und Baumstämme werfen und Whisky und Shampoos trinken, sie soll sich komplett in Schwarz kleiden und wissen, dass sie Farben bekennen darf, sie soll einziehen für die Leute, die es nicht so gut hatten wie sie selbst, sie soll sagen und schweigen dürfen und grunzend lachen und mit Barbies und Baggern spielen und 12 Staffeln in einer Serie einmal nach durchgucken und lieben und tasten und fühlen dürfen und sie soll die Summe ihrer Persönlichkeit sein und nicht nur ihr Geschlecht als ein freier und glücklicher Mensch, aber vor allem bin ich für sie eine Sache, ich will, dass jeder weiß, wer auch immer sie irgendwann mal werden wird, dass ich immer stolz auf sie sein werde, denn Zitat, Ohana heißt Familie und Familie heißt, dass wir immer zusammenhalten werden. Ich schreibe meiner Nichte keine Gedichte, denn ich will ihr nicht vorschreiben, wer sie irgendwann mal werden soll. Ich widme ihr Prosa. Denn darauf kann sie sich selbst reinmachen. Dankeschön. Der seiner Nichte keine Gedichte schreibt. Aber ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, um sie nicht in irgendwelche Rollenklischees zu drängen oder so. Ansonsten würde das wahrscheinlich auch gerne tun. Liebe Jury, eure Noten für das eben Gehörte hätte ich gerne auf 3 oben. Und denkt dran, das, was ihr mir zuerst zeigt, das geht dann auch. 1, 2, 3, Jurykarten bitte hoch. Und ich fange mal an mit einer 5. Gehe ein wenig hoch zu einer 7, sie eine 8 und eine weitere 8. Und das macht 23 Punkte für Sven Hensel. Es
geht gleich heiß weiter. Aus Oberhausen kommt die nächste Slammerin. Also, einen genauso großen gigantischen Applaus für Chili! Zurück ins Glück. Die Zeit wird sinnlos überbrückt, wie das Schicksal seine Karten zückt. Keiner wirbt sich mehr fürs Glück und ohne dich gibt's keinen Weg zurück. Du bist weg und du warst so schwer zu sehen. Die Trauer, die im letzten Sommer war, wird nie mehr aus unserem Leben gehen. Es ist so schwer zu verstehen, dass wir dich nie mehr wiedersehen. Schließlich ist es fast so, als würdest du noch durch die Wohnung gehen. Und wie neuer Wind stets durch die Bäume wehen, auch wenn die schon längst nicht mehr stehen. Und das Schlimmste daran ist, dass du nicht mehr bei Mama bist, sie halten oder trösten kannst, wie sie an deinem Sargengrab stand. Dein Herz stillstand. Du wolltest ja immer mit dem Kopf durch die Wand, aber das ist viel, viel schlimmer. Wie kannst du nur tot sein, von einer Minute zur anderen einfach fort sein, nie mehr mit uns anderen Kaffee trinken, essen gehen, lässt dir nie mehr von deinen Kumpels Spiele andrehen, kannst nicht mehr mit uns zu Hause Fernsehen oder rausgehen oder zu Silvester alles schöne Feuerwerk sehen. Der Himmel draußen blüht noch gelb. Alles erscheint wie heile Welt. Wind zieht stechend über meine Arme. Ich ziehe meine Schritte an ins Warme. Nach dem großen Knall, der Lärm durchbricht den angstgebauten Wall, liegt glitzernd Gold noch auf den Straßen. Und naja, wie wir still zusammen saßen. Du hast leider nur kurz gebrannt. Die hellste Rakete an unserem Sternenhimmel rannt. Hätten wir alle nur früher erkannt, welchen Wert der Tod nun aus unserem Leben gebrannt. Warst du überhaupt da? Ist das, was du warst, überhaupt wahr? Du bist weg, kommst nicht mehr zurück. Kein Weg führt zurück ins Glück, zurück ins Glück. Die Zeit wird sinnlos überbrückt, wie das Schicksal seine Karten zückt. Keiner wirbt sich mehr fürs Glück und ohne dich gibt's keinen Weg zurück. Wir haben viel gelacht, zusammen durchgemacht. Immer wieder hast du uns alle durchgebracht. Mit so viel Last und schwerer Fracht dich tagtäglich wieder aufgerafft. Wieder einen neuen nächsten Schritt geschafft, doch hab dich alle Mühen nur dahin gerafft. In meinem Kopf ist immer noch der eine Satz. Der Papa ist gestorben, Schatz. Vielleicht hätte die eine Umarmung mehr was geändert. Vielleicht wären wir mal zusammen über den Friedhof geschlendert. Vielleicht hätte das Gute Nacht was verändert. Ein Arztbesuch mehr und dein Leben und vielleicht zumindest einen ganzen Tag verlängert. Es ist nicht zu verstecken, wenn die Erinnerungen sich ans ganze Leben ketten. Sie abends mit guten, schönen Gedanken betten.
konnten wir doch nichts tun, um dich vor dem Ende zu retten. Und jeder Vorwurf mit Wehren und Händen hilft doch nichts gegen unsere steinschweren Ketten. Dankeschön. Eine 7, Applaus für Sophie. Und 21 Punkte! Und wir machen direkt weiter mit der nächsten Dame. Klatscht sie auf die Bühne, heißt sie herzlich willkommen. Applaus für Wenn die Audienz also nicht widerspricht, dann erzähle ich eine dieser peinlichen Geschichten. An einem Donnerstagmittag trug es sich zu, hatte ich ein sogenanntes blindes Rendezvous. Das ist, wenn man nicht weiß, wem man gegenübertritt. Der Erkennung wegen hatten wir beide daher eine rote Rose mit. Doch an dieser Stelle möchte ich klarstellen, wirken kann für die Liebe ich mich doch nicht recht begeistern. Tun sich die Menschen, um zu bezirzen, doch am Ende lediglich schreckliches Leid an, und sie nennen es Emotion, im Versuch es zu begreifen. Doch Schuld ist nur eine chemische Reaktion, denn des Pudels Kern ist ein Hormon. Die Liebe ist ein Trend, also gab ich mich jenem hin, um 12 Uhr hat sich's ausgepennt und ich versuchte, weniger schlimm zu erscheinen, mich vorzubereiten und in edleres Gewand zu kleiden. Das war auf dem Haufen jenes, das am wenigsten roch. So, ich dann halbwegs aufgehübscht, zu vereinbarten Treffpunkte kroch. Vor Ort nun stand ich da, unauffällig, gar geschickt, denn ich versuchte, den Mann mit der Rose zu blicken, vor bösen Überraschungen und zu gut gefeit, zu allem, vor allem zur Flucht, bereit. Und so hielt ich mein schäbig kleines Röschen ganz tief, sodass es mich auf Anhieb gleich jeder sieht. Erniedrigung genug, dass ich der Öffentlichkeit präsentiere, dass ich der Liebe fröne, das ist, weil ich immer wieder dumme Dinge ausprobiere. Außerdem sehe ich das Risiko, dass sich der Kerl, der sich mir angeblich athletisch bot, sich nur für meine Libido, welche ich ihm gleichsam fälschlicher erlog, interessiert. Wenn man die Wahrheit so verziert, ist der Reinfall garantiert. Doch da späht ich auf der Piazza das gottgleiche Tier, die Perfektion von einem Mann. Ich korrigiere, von einem Mann! Und ich wollte die Teenager ernehme ich gleich hier. Die Rot voraus und ich zu ihm hin mit geschicktem Griff löst sich mir Haar und ich roch, auch er hat's im Sinn. Doch warum steht er so still und starr? So dann von groß sich löst sein Griff und als er wohl auf mich gesehen, hat er rasch die Flucht ergriffen. Und nur noch ich begriff, das hieß auf nimmer Wiedersehen. Aber, so leicht ist mit mir nicht Abschied nehmen. Dir gefällt mein Anblick nicht, dem werde ich Abhilfe geben. Für einen kurzen Augenblick, gebe ich zu, stand still die Erde. Doch nachdem ich kurz Kronen gericht, war es klar, dass ich im Plan schmieden werde. Und so zog ich heraus meinen Bogen, spannte die Spitze der nun so verhassten Rose, hat noch mal ordentlich fest nach hinten gezogen und sie flog. Sein linkes Auge von hinten nach vorn zu durchbohren. So, dann war sein Sehvermögen schon mal halb aufgehoben und da strauchelte er und fiel ihm sanft zu Boden. Mir fiel es indes nicht schwer, ihn einzuholen und ich habe ihm seine Rose noch aus der blutigen Hand gestohlen. Sein rechtes Auge auch bedacht mit der Rosenspitze sticht, sodass er in Gänze verlor sein Augenlicht. Denn halbe Sachen mach ich nicht. Und die rote Suppe sprotzelte nur so aus den zuckenden Lidern und ich stach nochmal zu, immer wieder und wieder und wieder. Na, wie sieht's aus? Gefall ich dir jetzt besser, mein Süßer? Doch,
die Welt sich weiter gedreht und ich wieder zurück in der Realität war nicht nur traurig, sondern weiß Gott beschämt. Denn es war ich, die Enttäuschung beim Blind Date. Die sogenannte böse Überraschung, vor der man gefeit versuchte zu sein. Nun war ich diese Überraschung und das empfehle ich nicht weiter. Nein, die Rose, die in meiner Fantasie nur Einsatz fand und ich ließen müd das Köpfchen sinken. Die Situation war des Selbstbewusstseins Pusher nicht. Und so konnten wir dem Kerl und meinem Ego nur müde zum Abschied winken. Das war der Tag X, an dem ich in Gänze verlor. Für die liebe Begeisterung, denn ich sah mich bestätigt, dass sich die Menschen damit nur schreckliches Leid antun. Ich habe einen Korb bekommen, in der Tat. Doch es ist nicht so, dass ich mich nicht mehr auf Blind Dates wage. Gleichwohl ist mir die Situation nicht recht wohl gekommen. Aber ich schütze mich jetzt. Dann habe ich seitdem auf Blind Dates immer Pfeil und Bogen mitgenommen. So. Mal gucken, wie viele Singles in der Jury sind oder wie viel der Jury Zeiten erinnern können. Auf 3 würde ich gerne die Wertung sehen. Ich sehe, da wird noch ein wenig geblättert. 1, 2, 3. Jurykarten bitte hoch. Ich sehe eine 6, eine 7, noch eine 7, eine 8 und eine weitere 8. Konnte, davon möchte ich euch gerne berichten. Der Text heißt Von Wertmarken und Marktwerten. Letztens im Vorstellungsgespräch. Was würden Sie sagen, ist Ihr Markenzeichen? Was habe ich verbrochen, dass die Welt mich so hasst? Oder habe ich damals beim Verteilen von Markenzeichen einfach nur nicht aufgepasst? Fühl mich inhaltsleer, obwohl ich in lauter Labeln stecke, die Wohlfühlgarantien Wollfasern versprechen. Ich habe das Gefühl, sogar mein Morgentoast sagt mehr aus, als ich, wenn ich den vollen Mund aufmache. Mein Lebenslauf verspricht lückenlose Perfektion. Dabei fühle ich mich eher leblos im Hürdenlauf nach Identifikation. Alleinstellungsmerkmal? Ziellosigkeit. Derzeitiger Berufsstand Fassadenbauer. So baue ich eine Mauer, Stein auf Stein aus Oberflächlichkeit, die sich doch so gut verkauft und warte darauf, dass endlich jemand den Mut hat, diese einzureißen oder darüber zu springen oder sie zumindest mit einem mehr oder weniger schönen Graffiti zu versehen. Doch die anderen bleiben lieber hinter ihrer eigenen Mauer stehen. So kommt es mir zumindest manchmal vor. Sie nennen mich Geschichtenerzähler. Geh in die Welt, öffne deine Augen und schreib darüber. Und so male ich die Welt in meinen eigenen Farben, irgendwo zwischen Rosamunde Pilcher-Perioden und Perioden-Episoden. Sie wollen, dass ich ihnen etwas Echtes gebe, mein Innerstes vor ihnen offenlege.
Aber ich bin schon immer mehr Schönschreiber als Rechtschreibexperte gewesen. Und wieso auch rechtschreiben, wenn sich Lügen viel schöner lesen? Also nimm ich einen Stift und tu so, als ob ich Lara Croft sei, bei schlechter Bildqualität vielleicht sogar denkbar. Also nehme ich einen Stift und schreibe selbstbewusst darüber, dass ich mich selbst nicht definieren kann und schaue wundernd all die Menschen vor mir, an sich selbst längst gefunden haben und nicht mehr auf leeren Tanzflächen tanzen. Landlustmenschen, irgendwo zwischen Karriere und Biokultur geerdet. Weltenbummler, die an Grenzen gehen, während sie über Grenzen gehen und Kommunikationsexperten, die aus irgendeinem ominösen Grund immer an der Spitze stehen. Und so versuche auch ich, meinen eigenen Marktwert zu definieren, irgendwo zwischen viel zu großen Bildschirmen und viel zu vollen U-Bahnen. Aber am Endbahnhof steht immer nur verengter Bahnsteigbereich, hier kein Aufenthalt. So schnell ist das Ziel wohl noch nicht erreicht. Manchmal kommt es mir vor wie ein Spiel, in dem man nur die richtigen Werte sammeln muss, um zu gewinnen. Hier, ich tausche eine Wertmarke mit Gerechtigkeitssinn gegen eine mit Eitelkeit. Schnapp zu und nehme daraus einen Schutz und haben, du wirst ihn brauchen, um in dieser Welt unterzutauchen. Dabei ist diese Welt gar nicht so schlecht wie ihr Ruf. Ein bisschen mehr Farbe täte durchaus gut, zumindest besser als ein weiteres kleines, graues Mäuschen, das sich totstellt. Ich bin auch eine dieser Kreaturen, liege reglos am Boden. Aber ich bin es leid, weiter die Karikatur eines Klischees zu sein, dass ich selbst nicht glaube. Also stehe ich auf, zähle Knatsch, gelbes Regenkäfer an und schreie in den bewölkten Himmel! Natürlich nicht. Aber wenn mich beim nächsten Vorstellungsgespräch jemand fragt, was ich denn besser könne als alle anderen, dann sage ich einfach nichts. Ich bin genauso feige und festgefahren wie jeder andere auch, aber ich bin mir dessen bewusst. Nur so kann man vielleicht irgendwann aus dem Trott ausbrechen, den wir leben nennen, und jemand ganz Besonderes sein. So wie die anderen. Nur anders. Man selber. Also möchte ich eine Wertung sehen, und zwar jetzt! Okay, ist eine 8, eine 7 und eine 8. Und dann eine 7. Und ganz viel Verwirrung. Und 22 Punkte, Applaus! Jetzt kommen wir zum ersten Mal mit einer halbwegs, also zumindest kommt er von außerhalb des Ruhrgebiets, also nennen wir es eine weite Anreise. Er kommt aus Münster, ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Gut. Ja, geht so. Gut. Naja, ist ja nicht so schlimm. Das ist nicht mein Problem. Das ist gut. Im Kreisverkehr, ich werde weggefegt. Doch ich bin da.
Ich bin der Brösel-Tabak im Tabakbeutel, keiner raubt mich. Ich bin der Rest Zahncreme in deiner Tube, wenige drücken mich aus. Ich bin der letzte Schluck in deiner Flasche, mag mich keiner. Ich bin der Kaffeebrot in deiner Tasse, bin ich eklig? Ich bin das Kleingeld im Geldbeutel, bin ich nur lästig? Ich bin der Rest Tesafilm auf der Rolle, ich klebe nicht. Ich bin das ausgekaute Kaugummi, das gebrauchte Gummi, der mittags sein Gesicht, das Haar auf dem Rücken, die Haut auf Glatzen, der Schmalz in Ohren, das Kratzen auf Platten, der Leerlauf im Getriebe beim Fahren, das Übergewicht auf Wagen, will nicht keiner haben. Doch ich bin da. Ich bin der Tipp vom Joint, der Stiel von Cannabisblüten, schmecke ich keinen. Ich bin der Popel in der Nase, der Ständer in der Badehose, der Wixfleck in der Jeanshose, der Furz beim ersten Date, bin ich euch peinlich? Ich bin das gesperrte Konto, das nicht vorhandene Wechselgeld, das Geld, das kein Automat annimmt, der Mausköttel im Brötchen, das Haar im Big Mac, das Schama im Pissoir, das Jucken am Sackhaar, das Brennen im Arsch. Bin ich nervtötend? Doch ich bin da. Ich bin resistent, allgegenwärtig. Ich bin die Blätter, wenn der Herbst kommt, der Schnee, wenn der Boden zu warm ist. Habe ich eine Chance? Ich bin das Neugeborene, der frisch geheilte, gebrochene Arm. Ich bin zerbrechlich, aber allgegenwärtig. Doch wollt ihr mich wirklich mit aller Konsequenz, wer ich bin? Ich bin die revolutionäre Energie in uns. Das war der erste Text. Ja, und diese revolutionäre Energie, diesen Rest Zahncreme in der Tube meiner Generation habe ich versucht zu sammeln und zu komprimieren. Und dabei ist dieser Text entstanden, der heißt Streichkonzerte. Bei diesem Weltgeschehen will ich in der Quere stillstehen und laut kundgeben. Nicht mehr nur zusehen, wie sie krank abgehen, wenn die Maschinerie rund läuft und der Rest sich wund läuft, will Zeit, dass es abläuft, aber der Wust an Fragen, der sich dabei bei mir aufhäuft, fragt nach wie. Für die Suche nach Antworten, wie sammle ich Energie? Wir brauchen stehen in der Quere zum Quadrat für Miseren dieser Art. Quantensprung mit dünnem Stab, Lanzenbruch für Aufbruch für Aussiedler aller Art, wenn Humankapital wird, dass sie den Markt angleichen, sie stellen die Zahlen streichen, spielen wir Streichkonzerte, geben den Ton an, fordern, Andrang, dem Angehen, dem Einstehen für unser Ansehen, entgegen ihrem Vergehen, Menschen nicht nur zu übersehen, wenn sie gar im Geldrausch ausbeuten, werden sie Beutetiere, keine Hetzjagd ein, aufscheuchen, stellt euch, wollt ihr fechten in dieser Wie, für die Suche nach Antworten, wie sammle ich Energie, rüste mich, nicht mit Briefbomben, mit Bomben auf Papier, nicht mit Anschlägen, nicht mit Schlagstöckern, nicht als Rohrbombe, sondern als Sprachrohr. Nicht aus Hinterhöfen, aber aus Hinterköpfen und Hintergründen, wie Blindgänger mit Visionen ohne zu zünden, mit phänomenalen Phonemen, die den Brandsatz in Brand nehmen und dem Satz neue Bedeutung geben. Entgegen diesem Weltgeschehen setze ich Satzzeichen, geballte Fäuste aus Sturm und Drang, Zeiten mit kalten Stiften fordern, einschreiten. Für die Suche nach Antworten, wie dadurch in mir genügend Energie. Danke. So, der Andi hat uns auch was mitgebracht, das ihr gleich da vorne am Büchertisch erwerben könnt, und zwar hat er eine Anthologie von junger westfälischer Off-Literatur mitgebracht. Das klingt erstmal merkwürdig, westfälische Off-Literatur, aber ich habe gerade mal reingeguckt, sind neben Andi noch viele weitere tolle Autoren drin. Und wer was nur von Andi haben will, kann sich diese wunderschöne CD da kaufen, wo er Texte, ich glaube, auch mit Beats eingesprochen hat. Ja. Ja, mit Beats auch eingesprochen. Ja, komm ich jetzt zu. Keine Sorge. Hat auch keiner vergessen, glaube ich. Ich glaube, die Jury hat jetzt genug Zeit zu überlegen. 1, 2, 3. Jurykarten bitte hoch. Ich sehe 2x7, 2x8, 1x9. Und das macht 23 Punkte. Und Applaus für Andi Substanz.
erkundigt, woher die nächste Weiterreise kommt. Aber den Mann, den habe ich schon oft getroffen, aber weißt du, der wohnt eigentlich in Zukunft, vor allem irgendwo da in ganz Bayern, aber ich habe jetzt rausgekriegt, wo er ist, wenn er nicht im Zug ist, also zweimal im Jahr oder so. Kommt aus der wunderschönen Stadt Erlangen. Das ist schön, weil das ist fränkisch und nicht bayerisch. Erlangen ist total schön, nur das Gegenteil von Erlangen nicht. Das kann sein. Klatscht ihn auf die Bühne, heißen herzlich willkommen, Liebe und Applaus für Willi! Lasse kommen. So, ich habe 10 Gebote für euch dabei. Das ist ein Text, den ich für ein... Oh, die ersten gehen schon. Ist okay. Einen guten Abend noch. Das würde ich auch immer sagen, wenn ich den Saal verlasse. Und zwar geht es darum, dass ein Kirchenslam war. Das war ein Slam hier nur in der Kirche. Also stellt euch die Kirche drum herum vor. Und da war das Glaube, der Thema Glauben versetzt Berge. Der einzige Berg, der mir eingefallen ist, ist Sinai. Das ist da, wo Moses die Steintafeln her hat. Für die, die das nicht wissen, Steintafeln kennt ihr hoffentlich alle. Kennt wer diese Steintafeln nicht? 10 Gebote und so? Gut, Gott sei Dank. Dann kann ich den Text ja lesen. Und zwar hat er auch einen Prolog und in dem Prolog geht es darum, warum ich glaube, dass Moses die Steintafeln einfach selber behauen hat und ein ziemlich kriminelles Mastermind war. So. Und ja, stellt euch die Kirche vor, dann wird es noch lustiger. genau, Prolog. Was war Moses von Beruf? Er war ein Adliger im Hause des Pharaos. Und was machten Adlige und Pharaonen ihr Leben lang? Sie ließen sich Pyramiden bauen. Und sie spielten Croquet. Für Sportdesinteressierte Cricket mit Krokodilen. Man kann davon ausgehen, dass Moses vom Steineklopfen Ahnung hatte. Ob er nun anderen bei der Schwerstarbeit im Bergwerk bei einem gekühlten Bloody Eel Water zusah oder selbst auf seinen treuen Crockett-Krokodil, welches er heimlich mit ägyptischen Aufsehern fütterte, die ohne seine Erlaubnis mit seiner Lieblingsaufseherpeitsche Sklaven auspeitschen, den Steinball gegen gegnerisches Tor führte. Selbst wenn den ganzen Tag nur der Daily Luxor geblättert und dabei die "Welcher Pharao-Typ bist du?" Seiten mit "Du nutzt gern die Macht der Religion, Umweltkatastrophen und Nahtodängste bringen dir die Gunst deiner Sklaveneinspalte" beendet hätte, waren die, welche aus Ägypten führte, ihr Leben lang Steineklopfer. Ein Gesprächsthema wie Kochen mit Couscous wäre wahrscheinlich noch drin gewesen, aber wenn alle Rezepte ausgetauscht sind, ey Moses, hast du schon den Pickelfix 301 mit Abschussschutz ausprobiert? Der Tragekomfort ist unvergleichlich. Damit würde ich sogar 10 Steintafeln bemeißeln. Und dann kam Moses nach was von 40 Tagen zurück vom Berg Sinai mit Steintafeln, um genau zu sein. Apropos, ein Anagramm zu Sinai ist nice, ist mir an der Stelle aufgefallen und fand ich erwähnt. Schwuppdiwupp, zum mächtigsten Mann in seinem Dunstkreis gemacht mit einem Steinpickel. Antrag, Mauern, Gifte, Dolche etc. gebraucht, aber Moses weiß halt, was los ist und wurde zum einzigsten gefeierten Diktator der Weltgeschichte. Kommen wir nun zum Thema, diese Tafel, nach dem sich das heutige Christen- und Judentum also ziemlich viele Menschen richten. Ich mache mit Gebot 2 weiter, weil Zeit und so. 2. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Die Kirche predigt böse gegen Porsche-Fahrer und Karrieremenschen. Wie soll ich euch das abnehmen? Habt ihr noch Pumpfäustenbauten als Schwanzersatz und eine Papsthierarchie als Karriereleiter? Wenn ihr Eier hättet, würdet ihr den Vatikan einreißen und vom verbauten Gold und Prunk die Welt ernähren. Denn am Ende sind eure Kirchen, Kathedralen und Domen nichts weiter als ein Bild für die Macht Gottes auf Erden. Und ich will nicht wissen, wie viel goldene Kälber man daraus hätte gießen können. Dazu später mehr. Drittens, du sollst den Feiertag heiligen. Nice. Viertens, du sollst Vater und Mutter ehren. Angenommen, dein Vater wäre Nero, der sich gerade an einer Christenfackel wärmt und einen kleinen Buben vergeht. Während deine Mutter es mit dem nächstbesten Gladiator treibt und dein Vater dich gerade im Folterkeller 4 teilen lässt und das von einem relativ unprofessionellen Kerkermeister, weil du die Kaiserkrone, nachdem du sie aus der Reinigung geholt hast, kurz aufgesetzt hast, darf man da eine Ausnahme machen? 5. Du sollst nicht töten, ist das Erste, was Moses macht, als er vom Berg mit den Tafeln zurückkommt. Laut Bibel waren es 3000 Menschen. Und warum? Der erste Flashmob auf Erden.
Dabei muss es ein Bild für die Götter gewesen sein, als 3000 Menschen um ein selbstgegossenes goldenes Kalb herumtanzen, wobei sich die Fragen austun, woraus haben sie die Schmieden gezaubert, wie kann ein Sklavenvolk so viele goldene Ohrringe haben, um ein ganzes Kalb draus zu machen, und gab es damals schon so Kalbsbackfuhren wie heute zu Ostern. Das passiert also, wenn man ständig der Sonne ausgesetzt ist, aber immerhin hatten sie wohl Spaß dabei. Der in der Neuzeit noch sehr beliebte Ritus Flashmob machte Moses ziemlich wütend, weil niemand um ihn herum tanzte und das Goldspray erst von Ori Goldfinger und James Bond erfunden wurde. Wo eine Religion ist, ist die Inquisition nicht weit. Moses ließ sie alle im Namen Gottes töten. Das beweist, der Mann hatte keinen Humor oder einen besonders schwarzen, wenn er in dem Moment die Nicht-Töten-Tafel hinter seinem Rücken versteckte. Zu guter Letzt möchte ich sagen, dass es in Ordnung geht, dass er all die Ägypter versenkt hat, denn da hat er ja die Tafel noch nicht gehabt. Und was Gott ihm bis dahin beigebracht hat, wenn Reden nicht hilft, immer rein in die Fresse. Und wenn ein Pharao Nein sagt, dass sein ganzes Volk dürsten, Quarktinnitussen, Juckreizen, dahinkränkeln, eitern und pickeln, behageln, verhungern, verblassen und entlämmern bzw. Enterstgeborene. Aber mehr drüber. Sechstens, ja, du sollst nicht Ehe brechen. Der Papierkram tötet Bäume und das ist gemein. Siebtens, du sollst nicht stehlen, aber darfst ohne schriftliche Einwilligung Kirchensteuer einziehen. Auf dieser Tafel stand klein drauf, Made in China. Achtens, du sollst nicht lügen, es sei denn, es geht um Fortschritt. Alles, was der Kirche schadet, darf hinein werden, bis sich die Balken biegen. Neuntens, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Und zehntens, du sollst nicht begehren deines nächsten Habe. Gut, werden auch Piratenklauseln genannt, in Rot eingemeißelt. Achtung, gelten nicht für den Nahen Osten. 9 und 10 zeigen wieder, wie viel der Gott vom Mann hält. Alles ist begehrenswert, außer wir. Beantrage im Schnellgebetsformular Gebot Nummer 11. Du sollst nicht begehren deines nächsten Mann. Dieses Gebot wird auch endlich Lustknaben für Priester verbieten. Awesome. Zu guter Letzt ist zu sagen, zu mir sprach auch mal ein brennender Busch. Der steckte in meinen Mund und befahl mir, diesen Text zu schreiben. Und auch wenn er ziemlich unglaubwürdig und abgedreht ist, in der Welt zu verbreiten. Dankeschön. Okay, ich möchte eine Wertung für den Gott 2, 2, 3, 3, 4, jetzt. Hoch damit. Oh. Ist ja eine 8, eine 8, eine 9 und eine 10! Ich habe nicht eine 8 und einmal die 10 gestrichen haben, macht das immer noch 26 Punkte! Ja. In Führung gegangen. Ja, los. Der nächste Mann, der hier auf die Bühne kommt, kommt aus Essen und ich fange schon mal langsam an, das Mikrofon hochzudrehen, weil das sonst gleich so lange dauert. Klatscht ihn auf die Bühne, er wird nur wenige Schritte brauchen. Applaus für Patrick Arnold! Guten Abend. Zu Beginn zwei Zitate. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Heinrich Hanne, die Lorelei, kennt wahrscheinlich jeder. Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du zu lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Friedrich Nietzsche. Ich schaue in den Spiegel. Der Spiegel zeigt mich. Ich sehe in den Spiegel, ich sehe nur mich. Ich sehe durch den Spiegel und sehe. Der Junge stand am Fenster seines Zimmers und sah hinaus in die Dunkelheit. In der Ferne sah er einige erleuchtete Fenster einer Hochhaussiedlung. Er fragte sich, ob gerade eben irgendjemand dort am Fenster stand und in seine Richtung sah. Der Raum, in dem er lebte, war von Düsternis und Traurigkeit erfüllt. Die Leselampe, die durch einen Teleskoparm mit der Fensterbank verbunden war, blieb ausgeschaltet. Nichts sollte sein Fühlen und Begreifen stören. Er vernahm ein leises Rumpeln aus dem Kohleofen, nach einer Schicht aus Briketts und Eierkohlen sich zusammenfiel. Der Ofen strahlte eine aggressive Hitze in den Raum. Sie hatte etwas Massives, Sengendes, die nichts mit der wohligen Wärme gemein hatte, die vorherrschte.
Da unter der Fensterbank eine freie Lücke war und dort die eisige Winterluft hereinströmte, fühlte sich sein Körper an wie zerteilt. Die Front vor Kälte gelähmt, die Rückseite geröstet. Einzelne Sterne schimmerten im Firmament und hin und wieder flog ein Flugzeug vorbei. Er folgte ihren Bahnen und war fasziniert vom Blinken ihrer Positionslichter. Sein Körper schmerzte. Die Zeit in der Schule war wieder schlimm gewesen. Sie verstanden ihn nicht und er sie auch nicht. Er begriff nicht, warum sie ihn schlugen, würgten, verspotteten. Er wusste nur, dass es weh tat und dass er allein war mit dieser Situation. So war er schon immer. Es gab eine Zeit vor seinem Unfall, da hatte er sich frei und lebendig gefühlt. Doch dann geschah das Unglück. Seine Mutter wurde überängstlich und schloss ihn ein. Der Rest seiner Familie zog mit und redete ihm ein, dass er bloß auf seine Mutter hören sollte. Aus Freiheit wurde Isolation, aus Lebendigkeit ein Gefängnis. Und die, die ihn fördern sollten, in die Welt zu gehen und zu leben, wurden seine Kerkermeister. Und sie redeten ihn immer kleiner, denn das machte die Kontrolle leichter und sein Leben schwerer. So lernte er, dass es nichts nützen würde, sich zu wehren. Das wiederum machte es seinen Mitschülern einfach, ihn zu mobben. Die Spirale zog ihn unerbittlich nach unten. Lange blieb er so da stehen. Und irgendwann wurde er sich die Geräusche aus dem Wohnzimmer bewusst. Sein Aufpasser sah sich irgendein Fußballspieler an. Wie jedes Mal, wenn er auf ihn aufpasste, seit so langer Zeit schon. Ein guter Freund seiner Mutter. Auch diese Bande verstand er noch nicht. Beziehungen zwischen Erwachsenen waren ihm ein Rätsel. Auch das, was er mit ihm machte, verstand er nicht. Er spürte nur, dass es irgendwie verkehrt war. Es fühlte sich irgendwie gut an, doch da waren Scham und Ekel, die immer wieder entstanden. Er schob diese Gedanken beiseite. Ein weiteres Positionslicht glitt durch die Dunkelheit. Und der Junge spürte, wie die Dunkelheit, die ihn umschloss, in ihm eindrang und Besitz von ihm ergriff. Und er konnte nichts dagegen tun. Entsetzen beschleicht mich. Ich starre in mich. Ich sehe den Abgrund, der mich jetzt verschlang. Ich sehe in den Spiegel. Der Spiegel sieht. Der Teenager stand im Esszimmer am Fenster und sah in die Dunkelheit. Naja, Dunkelheit war zu viel gesagt. Direkt vor dem Fenster war der Schirm einer Straßenlaterne und lockte Insekten an. Die Spinnen, die ihre Netze direkt dort gespannt hatten, freute sicherlich, falls Spinnen sowas empfinden konnten. Er sah hinab. Es war eine laue Sommernacht und im Ortfestbar ging es wieder hoch her. Vor der Tür des Ladens versammelten sich die ersten schreitenden Gäste. Ihre heiseren Schreie erfüllten die Luft zwischen den Häuserschuppen. Jeden Samstag war es dasselbe, seit er denken konnte, oder besser gesagt, seit er bemerkt hatte, was dort geschah. Er fragte sich, woher diese Aggressionen kamen, was sie schürte. Er wollte nie hassen. Er hatte vieles gelesen, wusste, was Hass aus einem Menschen machen konnte, sah und erlebte es Tag für Tag auf dem Schulhof, in den Straßen. Er zog sich immer weiter von den Menschen zurück. Nur 3, 4 Leute, die nicht Familie waren, waren ihm wichtig. Auch er, dessen ekligen Geschmack er in seinem Mund trug, stand ihm nahe. Mittlerweile verstand er, was da lief, und doch wusste er nicht, was er machen sollte oder wie er diesen Geschmack loswerden sollte, den er immer schmeckte, ganz egal, womit er seine Mund aussprühte. Die Prügelei ging los, und für sich wettete der Teenager darauf, wie viele Krankenwagen wohl heute kommen würden. Ich zerschlage den Spiegel, der Spiegel zerbricht. Doch das, was lebt im Abgrund, das verschwindet nicht. Ich lernte damit zu leben, den Missbrauch zu akzeptieren. Doch manchmal spüre ich die Hitze und fange an zu frieren. Ich weiß, es ist Vergangenheit und doch ist es stets in mir. Erscheint, wann es will und verschlingt mich mit Gier. Lange Zeit wollte ich den Bildern nicht glauben, die mich heimsuchten und den Verstand raubten. Doch heute weiß ich, wie es war, weiß, was mir geschah. Jedem, dem es auch so geht, sage ich, steh auf, stell dich den Bestien, vorher sie fressen dich auf. Danke. Dann möchte ich eine Wertung sehen, und zwar jetzt. Zusammenzählen, keine 9. Wir haben keine 9. Ja, das ist was mit der 6, ne? Wenn ihr habt ihr gerade eine 9. Wir haben einfach ein Blatt Papier gespart. Warte mal, gut. Ich sehe eine 7, eine 7, eine 7, eine 7 und eine abschließende 9. Applaus für den.
Ja, ist jetzt eh, gegen Ende haben wir einfach die Locals. Hauen wir jetzt durch. Ja, ganz gut. Du hast das gehört. Aber er moderiert ja auch in dieser Stadt, in dem Weststadtteil. Wunderschön. Genau, da moderiert er den nächsten Slam auch bald schon wieder, ne? Ich habe den Termin jetzt nicht im Kopf. Ich auch nicht. Gut. Wir recherchieren das und sagen das dann später. Total gut vorbereitet, Alter. Aber es geht ja auch nicht um das, was demnächst bald Tolles in der Weststadthalle passieren wird, sondern das, was er heute hier macht. Und damit er auch das zeigen kann, müsst ihr ihn auf die Bühne klatschen. Applaus für Jay Neukirch! Ich wollte eigentlich gar nicht so viel vorher sagen, aber es ist so wunderschön, dass dieses Lied jetzt vorgekommen ist, weil es voll überhaupt gar nicht dazu passt. Wer von den hier Anwesenden kennt denn die aktuelle Werbekampagne der Bundeswehr? Okay, das ist nicht schlimm. Ich erkläre euch die so ein bisschen. Das ist kein Thema. Fertig werden. Moderation, ich werde ein Publikum vollständig angetreten. Rührt euch! Zwei Jahre war ich bei dir. Ich habe das Barett getragen, das Gewehr G36, die Pistole P9, die Hundemarke, das Verbandspäckchen in der Hosentasche. 2 Jahre habe ich mein Bett ordentlich gemacht, Vorgesetzte akkurat gegrüßt, immer Meldungen gemacht, die Flagge auf dem Ärmel getragen und bei jedem Hüssen die Hymne gesungen. Ich war ein Soldat. S-O-L-D-A-T. Soll ohne langes Denken alles töten. Als wir in der 5. Klasse gefragt wurden, wer denn mal zur Bundeswehr will, da meldeten sich alle Jungs, bis auf einer. Ich wusste, dass ich mal Zivildienst machen würde. Als wir in der 13. Klasse gefragt wurden, wer denn Zivildienst machen wird, da meldeten sich alle Jungs, bis auf einer. Es war ja nicht nur die Tatsache, dass mein Onkel und mein Cousin dort waren und auf mich nicht den Eindruck irrer Killer machten. Es war auch die Tatsache, dass ich einen Brief schreiben musste, in dem ich erklären musste, weshalb ich nicht zur Bundeswehr kann. Es gab eine ethisch-moralische Prüfung, also prüfte ich mich. Wenn mein Vaterland bedroht wird, dann ist mir das egal. Wenn das System bedroht wird, dann ist mir das auch egal. Und wenn das Leben meiner Freunde und Familie bedroht werden, dann braucht es keine Bundeswehr, damit ich mir etwas in die Hand nehme und auf die Straße ziehe und mit dem Leben verteidigen, was zu verteidigen ist. Sondern braucht es nicht mal ein Freund sein, denn wann immer ich Menschen schutzlos sehe, werfe ich mich lieber in die Gewalt, als dass er sie erfahren muss. Nein, ich bin kein Pazifist, mich hält es nicht, wenn einer auf die einschlägt, die mich umgeben. Mir kocht das Blut, wenn ich nur daran denke, welche schrecklichen Schmerzen Schutzlosen zugeführt werden, wenn der Krieg zu ihnen kommt. Ich würde töten! Wenn es die Situation erfordert. Und das war eine schreckliche Erkenntnis im Alter von 18 Jahren. Nach der Schule liegt dir die Welt zu Füßen, mach sie sicherer. Das sagst du jetzt auf deinen Plakaten. So fühlt es sich nicht an. Wir haben in einem Land gelebt, in dem du einen Brief schreiben musstest, in dem du erklärst, warum du nicht töten willst. Als wäre das das Besondere, die Eigenschaft, die ein Mensch rechtfertigen muss. Ich will nicht töten. Und das tut mir leid. Und jetzt macht ihr Werbung dafür, zu erlernen, eine Waffe zu verwenden, um die Welt sicherer zu machen. So fühlt es sich nicht an. Grünzeug ist auch gesund für deine Karriere, sagst du jetzt auf deiner Website. Und dann sitzen in irgendwelchen Mehrzweckhallen Leute, die Schrauben zählen, in hohen Dienstgraden, weil deine Struktur sich hauptsächlich damit beschäftigt, sich selbst zu verwalten. Da stehen stillgelegte Panzer an sogenannten Herzschrittmachern, die wir laut Verträgen mit Bündnispartnern nicht aktiv betreiben dürfen und müssen geputzt und gepflegt werden, damit wenn vorne im Einsatz einer kaputt geschossen wird, wir hinten einen neuen anschalten dürfen. Und die Könige dieses Schrottplatzes, studierte Menschen, top ausgebildete Leute, die werden auch wie Könige bezahlt. Aber ein Schrottplatz ist es trotzdem. Was sind schon 1000 Freunde im Netz gegen einen Kameraden? Das sagst du jetzt auf deinen Postkarten. Und das ist wahr. Kameradschaft, was als Wort im Volksmund immer noch mit Gewürzen versehen ist, die alles ziemlich schwer nach Nazi schmecken lassen, die gibt es bei dir. Die Fertigkeit, bedingungslos jedem an seiner Seite zu helfen und zu vertrauen, ohne auf seine Haut oder Haarfarbe, seinen Namen, seine Zuwanderungsvorgeschichte, seine Heimatstadt, sein Geschlecht oder seine Sexualität zu schauen. 2 Jahre war ich bei euch. Aber auch trotz all der Kameradschaft werde ich nie darüber hinwegsehen können, dass einer meiner Kameraden war, der mich beinahe erschossen hätte.
Ich werde nie vergessen können, dass mehr Soldaten bei dir im Wachdienst innerhalb von Deutschland aus Unvorsicht und Dummheit von ihren Kameraden erschossen werden, als von irgendwelchen Terroristen an irgendeiner Front. Es gibt Leute, die sich wundern, warum dieses Rumgeschrei und die Disziplin und so und all dieser Kram bei der Bundeswehr so üblich ist. Und dann sagen die immer, ja, so kann man doch mit Menschen nicht umgehen. Also mal ganz ehrlich, so unter uns hier, wo wir so schön hier privat sind, wenn so ein Meter vor euch eine Waffe abgefeuert wird, die euch fast erschossen hätte, dann wünscht ihr euch nicht, dass der Ausbilder zu demjenigen hingeht, ihn in den Arm nimmt und ihn bittet, das nächste Mal ein bisschen achtsamer zu sein. Das ist nicht das, was ihr dann wollt. Wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst. Wahre Stärke findest du nicht zwischen zwei Handeln. Krisenherde löscht man nicht mit Abwarten und Tee trinken. Das sagst du auf deinen Postkarten, Plakaten und deiner Website. Mach was wirklich zählt.de. Dies ist kein Werbespot für die Bundeswehr. Aber hat auch keiner dagegen. Es soll eine Orientierung sein, Karte und Kompass für die, die nicht wissen, in welche Richtung sie laufen sollen, die zwischen tosender linker Brandung und tiefem braunen Sumpf Angst haben, sich zu verlaufen und dann als Orientierung im Dunkeln die leuchtende Reklame sehen, die verspricht, wir wollen dich, egal wer du bist und egal was du kannst. Die Bundeswehr macht dich nicht zum Mörder und sie macht dich auch nicht zum Helden. Sie ist nur ein Instrument in einem kindischen Spiel aller Staaten, die sich einer Armee halten, weil die anderen das auch tun. Sie ist ein guter Ort, denn sie akzeptiert dich wirklich, wie du bist, egal wer du bist und egal was du kannst. Auch wenn du kein Pazifist bist und bereit wärst zu töten, wenn die Situation es erfordert. Sie ist ein guter Ort, wenn das für dich eine schreckliche Erkenntnis ist und du dich bei dem Gedanken nicht wohlfühlst. Sie ist besser als ihr Ruf, aber viel, viel unwichtiger als ihre Werbung. Denn Krisenherde, die löscht man mit Abwarten und gemeinsam Tee trinken und Kompromissen und Heilung. Und es muss keiner mehr gegen eine Bundeswehr sein, wenn wir uns sicherer werden, dass wir sie nicht mehr brauchen und uns erinnern, dass Feinde auch nur Menschen sind. Und wahre Stärke, die findet man wirklich nicht zwischen zwei Handeln, sondern zwischen den Ohren und hinter den Rippen. Macht, was wirklich zählt. Dankeschön. So, 13.02. übrigens, nächster Slam in der Westerhalle, Samstag in 10 Tagen. Nur damit du sie in deinen Kalender eintragen kannst, ne? 13.02. 18 Uhr Westerhalle, Profi-Slam, kann ich nur empfehlen. Der nächste Mann moderiert, nein, ganz klar, die nächste Wertung habe ich natürlich nicht vergessen, deswegen 1, 2, 3, Jurykarten bitte hoch. Ich sehe eine 7, eine 8, noch eine 8. Noch eine 8 und eine abschließende 9. Und das macht 24 Punkte und einen donnernden Applaus für Jane Michael! So, der nun folgende Mann moderiert nämlich auch einen Poetry Slam, auch in Essen. Und das nächste Mal, habe ich schon nachgeguckt, am 16.02. in der Viertelliebe in Rüttenscheid. Ne? Krawall und Zärtlichkeit nennt sich das Ding. Macht er zusammen mit Michael Göre, kann ich auch nur empfehlen, ist bestimmt auch sehr schön. Jetzt komme ich in den Club und dann sagt die Clubfrau, ja, du wirst da auch ein Brot sehen. Aber wenn da jetzt, dass du sowas nicht brauchst. Finde ich auch, das kam etwas merkwürdig über an der Stelle. Das ist auch ein wunderbarer Slam und deswegen macht man richtig laut für unseren Mann. Applaus für Sven! Das ist immer schön mit der Musik hier, sehr cool. Ich befinde mich gerade in einer sehr schweren Lebensphase und zwar gehe ich gerade stark hart auf die 30 zu. Ihr lacht, ihr habt ja alle noch ein bisschen Zeit. Und da stellt man sich ja schon irgendwie so Fragen über 42, über das Leben und alles. Und was ich gemerkt habe, was ich ganz wichtig finde, ist, sich immer wieder zwischendurch zu fragen, ist das wirklich mein Leben, was ich gerade lebe, oder bin ich da irgendwie reingerutscht? Und darüber ist dieser Text. Aber bevor ich anfange, ich brauche
einmal zwischendurch eure Hilfe. Und zwar sollt ihr die bei zwei Zeilen die letzten zwei Silben zweimal wiederholen. Und das insgesamt zweimal. Klingt sehr kompliziert, aber wir haben das letztens in Dömen auch geschafft. Deswegen gehe ich davon aus, dass ihr das auch könnt. Das ist so eine intuitive Sache. Wir probieren das einfach mal aus. Wir wollten immer wieder frei sein! Frei sein! Doch was uns hält, ist unsere Feigheit! 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 Ja, ich glaube, das wird. Okay. Es ist nur eine Sichtweise von vielen, aber vielleicht findet sich der ein oder andere darin wieder. Der Text heißt 16:9. Früher haben wir die Nacht zum Tag gemacht, sind einfach losgezogen durch die Bars der Stadt. Heute kommen wir nach Hause und sind hart geschafft, unsere Gedanken kreisen bloß um den Arbeitsplatz. Früher haben wir die Nacht zum Tag gemacht, sind einfach losgezogen durch die Bars der Stadt. Heute kommen wir nach Hause und sind hart geschafft, unsere Gedanken kreisen bloß um den Arbeitsplatz. Um die Raten fürs Auto und um steigende Mieten, der Struggle kostet mehr Nerven, als die meisten verdienen. Heute nur einer von vielen, nicht mehr der Nabel der Welt. Früher noch Fragen gestellt, doch Ideale sind schnell und schonungslos am alltäglichen Wahnsinn zerschellt. Haben uns selbst nie gefunden und trotzdem verloren. Trotzen der Norm, bis der Job uns dann formt. Früher gefangen im Bann der Sturm und Drang der Jugend. Heute sagen wir es bald selbst. Junge, denk an die Zukunft. Denk an die Zukunft. Und der Junge denkt an die Zukunft. Mit Bausparvertrag, mit Rentenbeiträgen, mit Kapital, Lebensversicherung, Aktienfonds und selbst fucking Bestattungsvorsorge. Gibt's wirklich. Wir geben uns eben hin, diesem Sehnen nach Sicherheit, statt des Strebens nach Sinn, Regeln und Schichtarbeit. Und ist die Sicht endlich frei, haben wir das Beste versäumt. Leb deinen Traum! Na klar! Aber bitte nur in 16:9. Früher haben wir die Nacht zum Tag gemacht, sind einfach losgezogen durch die Bars der Stadt. Heute kommen wir nach Hause und sind hart geschafft, unsere Gedanken kreisen bloß um den Arbeitsplatz. Früher haben wir noch diesen Beat gespürt, wie das Leben pulsiert, dieses Wir-Gefühl. War alles früher noch von sehnsüchtigem Hoffen bestimmt, heißt es nun erst die Schäfchen ins Trockene. Statt Wind und Segel nur mit Kind und Kegel regen uns ein, dass er das ist, dieser Sinn des Lebens. Auch wenn wir spüren, dass das nicht reicht. Doch was bringt sich zu wehren, wenn die Verantwortung ruft, im Inneren des Pflichtbewusstseins keimt der Gedanke an Flucht. Doch wir haben gelernt, das alles hinzunehmen, ja so sind wir eben völlig bestimmt von Regeln. Abfuck im Job, doch man benimmt sich eben beschwingt des Lebens. Kurz nach Feierabend beginnt der Pegel. Jung und dynamisch, nein, müde und abgebrannt und ich denke mir, verdammt, so fühlt sich Erwachsener ernster? Das ist wie Job bei der Bank und trotzdem blank oder wie Urlaub am Strand mit Kopf im Sand. Glück scheitert oft daran, dass uns die Vorstellung fehlt, lieber keinen Schritt nach vorn, solange die Komfortzone stimmt. Und erst am Ende merken, wir haben das Beste versäumt, denn wenn das Abenteuer ruft, dann immer nur in 16:9. Wir wollten immer wieder frei sein. Frei sein, doch was uns hält, ist unsere Feigheit. Feigheit, Feigheit. Und so gehen wir wieder diese Wege, immer wieder die gleichen Wege. Wir wollten immer wieder frei sein. Frei sein, frei sein. Sehr toll. Doch was uns hält, ist unsere Feigheit. Feigheit, Feigheit. Und so gehen wir wieder diese Wege, auf denen wir nie leben. Früher haben wir die Nacht zum Tag gemacht, sind einfach losgezogen durch die Bars der Stadt. Heute kommen wir nach Hause. Nein, ich brech aus. Will nach diesen Regeln nicht spielen. Ein Leben lang mich wie im Käfig zu fühlen, ist einfach keine Option. Zerreiße die Fäden, lieber das Spiel mit dem Feuer als ein gescheitertes Leben. Im Herzen ein bisschen Punk, ein bisschen Peter Pan. Das Kind dem Mann garant geliebt zu haben. Ich will nicht auf die 6 Richtigen warten, sondern anfangen, das Leben, wie es ist, einzuatmen. Und warum nicht mit dem Kopf in den Wolken? Die Luft ist frischer. Wie sollen wir lernen zu leuchten im Schutz der Lichter? Ein Leben lang nur gekämpft, mir selbst im Weg gestanden. Jetzt will ich Laternen austreten, lachend im Regen tanzen.
Und wer hindert mich dran? Wer? Ich will rausschreien, was mich bewegt! Und dein Traumschloss statt Haus, auch wenn dafür die Bausteine fehlen, scheiß drauf, nehme ich ein Lego. Ketten und Grenzen bestehen in Köpfen, die Herzen sind frei. Gerade unsere Vorstellungskraft scheint wahre Stärke zu sein. Deswegen will ich selbst entscheiden, was gut für mich ist und verdammt nochmal den Job machen, der für mich auch Berufung ist. Und wenn es dann eben Dichter ist oder irgendwas anderes, was eben nicht die Silberlöffel auf den Tisch bringt. Wichtig ist, ich habe mir das ausgesucht und es ist gut für mich. Und wenn mal nicht, zu alt, um was zu ändern und zu jung zum Sterben, nein. Machen und erschaffen aus dem Wunsch zu werden. Und am wichtigsten bleibt nie vergessen zu träumen. Denn wir wollen mehr sehen im Leben als nur 16 zu 9. Und Dankeschön. Eine abschließende 10. Applaus. Ja, so eher 15 wahrscheinlich, aber wir sagen jetzt mal 10. Eine 10-minütige Pause, die 15 Minuten dauert. Also ihr merkt, dass es weitergeht, dass wir gleich irgendwann wieder hier oben stehen. Aber wenn ihr unten steht und raucht, dann ist die Krise, rein. Weil er sich der 30 nähert. Unfassbar. Ich bin gerade 44 geworden und denke, Alter, wo ist die nächste Brücke? Fassbar. In der Pause habt ihr natürlich die Möglichkeit, euch Getränke an der Bar bei der netten Dame zu kaufen. Wir haben heute auch einen Büchertisch draußen, den macht der Felix, der hat wunderbare Bücher und CDs da. Ansonsten könnt ihr die tollen Unisex-Toiletten hier erkunden und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ja, in 15 Minuten werden wir sehen. Also, solange könnt ihr Musik lauschen von unserem DJ Ganoven da oben.